Also in der letzten Übung haben wir quasi hier immer die Layer ausgewählt. Ich erinnere an diese Übung mit diesem CAD. Da haben wir einfach gesagt, den Layer A, den Layer D und so weiter. Und das hieß im Prinzip, dass die Voreinstellungen über die Layer kamen. Das muss ich hier noch ändern. Aktuell habe ich das vorhin als zuvor für Zwecken hier gesagt, ich möchte die Linienstärke von 0,7 haben. Jetzt sage ich wieder von Layer. Und jetzt möchte ich mal zeigen mit dieser Übung, wie können Sie selber Layer anlegen. Dazu gehe ich hier auf den Layer Manager oder Layer Eigenschaften Manager. Also Layer Eigenschaften. Dann erscheint er hier. Ich werde mal entkoppeln, damit Sie das ein bisschen so besser sehen. Und Sie sehen schon mal, da sind schon einige Layer drin. Grundsätzlich gilt, es gibt immer ein Layer, den können Sie auch nicht löschen, das ist der Layer 0. Das ist quasi Standard-Layer, der Vorgabelayer, der muss einfach drin sein, weil alle Elemente müssen mindestens oder sind immer ein Layer zugeordnet. Diese Layer kommen jetzt hier von mir, da sind im Prinzip noch ein paar hinzugefügt und wir können noch mal ganz kurz das hier demonstrieren, zum Beispiel der Layer Symmetrieachsen. Wenn ich den mal anklicke und dann hier auf die Sonne gehe, dann werden die ausgeblendet. Ist aber nicht sauber gemacht worden, weil man sieht es immer noch. Das sollte eigentlich das aus sein. Ach ne, die ist ja drüben. Hier sind sie. Und wenn ich jetzt hier auf angehe, sieht man sie wieder. Ja. Auf. So, dann gibt es den Layer-Vorlage absolut. Macht das mal aus. Dann sieht man die Vorlage hier drüben nicht mehr. Ja, dazu sehen Sie schon mal, wozu die Layer da sind. Ja, Sie haben den Vorteil, Sie können sich den Layer-Manager auf den zweiten Bildschirm legen. Ja, dann können Sie im Prinzip. Machen wir beide aus. Jetzt sind quasi beide Vorlagen ausgeschaltet. Also der Sinn und Zweck dieser Layer ist zunächst erst einmal, dass ich bestimmte Elemente an- und ausblenden kann in meiner AutoCAD-Datei. Das macht vielleicht bei diesen einfachen Beispielen, die wir bisher gehabt haben, wenig Sinn. Da werden Sie sagen, ja, wozu brauche ich das? Aber Sie müssen davon ausgehen, ich erinnere an das Beispiel, was ich vorhin gezeigt habe, ja, dieses Projekt da von dem Studierenden mit diesem Einfamilienhaus, da macht es schon Sinn, dass ich, die werden dann doch sehr kompliziert. Da macht es schon Sinn, dass Sie dort in der Lage sind, da bestimmte Elemente an- und auszublenden. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Die eine ist diese Glühbirne, die andere ist die Sonne. Auf den ersten Blick sieht das gleich aus. Beide blenden aus. Allerdings die Glühbirne blendet nur aus. Das Element ist aber immer noch da, wird quasi mitberechnet, während die Sonne im Prinzip das komplett friert. Das heißt, das Element wird auch nicht mehr mitberechnet. Sie werden sich fragen, aber wozu brauche ich das? Das ist eigentlich egal, wenn ich nicht sehe, sehe ich nicht. Das wird interessant, wenn Sie im 3D sind. Im 3D werden Sie merken, umso umfangreicher Ihr 3D-Modell wird, umso langsamer ist eventuell am Bildschirm das zu bewegen. Und wenn Sie dann die Elemente über die Sonne ausschalten, dann werden die ja mit berechnet, dann wird das schneller und flüssiger. Wenn Sie es nur über die Glühbirne ausschalten, dann sehen Sie die zwar nie, aber das Ding ist immer noch genauso langsam wie vorher, weil es wird immer noch mitberechnet. Ja, das ist im Prinzip der Unterschied. Macht im 2D kaum einen Unterschied. Habe ich selten erlebt, dass das einen Unterschied macht, aber in 3D macht das schon was aus. Ja. Die zweite Einstellung, die es hier gibt, ist dieses Schloss. Ja, damit können Sie den Layer quasi sperren. Und das bedeutet, die Elemente, die auf diesem Layer sind, die dazugeordnet sind, können nicht mehr verändert werden. Das habe ich zum Beispiel gemacht mit der Symmetrieachse. Ja, damit wollte ich verhindern, dass jemand diese Achsen irgendwie löscht, verschiebt oder umverfährt oder irgendwas anderes macht. Ja, das heißt, Sie können im Prinzip, wenn Sie irgendeine Aufgabe erledigt haben, meinetwegen ein Layer eingefügt haben, die Elemente gezeichnet haben, und Sie wollen meinetwegen sagen, in einer weiteren Folge will ich nicht mehr verändern. Es gibt ja auch unbeabsichtigtes Verändern. Das geht mal schnell in einer komplexen Zeichnung, dass Sie irgendwas gelöscht haben, was Sie gar nicht löschen wollten, kriegen das nicht mit und arbeiten weiter und so weiter. Einfach um das zu verhindern, gibt es dieses Schloss. Damit können Sie halt Layer sperren. Dann gibt es hier den Drucker. Damit können Sie sagen, ob die Elemente gedruckt werden sollen oder nicht. Zum Beispiel die beiden Elemente hier, diese Screenshots, die einfach nur das Arbeiten erleichtern sollen, die kommen noch außer Zeit, da hatten wir keinen zweiten Bildschirm gehabt. Ja, die gibt es erst seit einigen Jahren und die Übungsbeispiele sind doch schon Jahre gekommen und damals war das halt praktisch, da musste ich ständig immer hin und her gucken, da hat man sich halt noch die Screenshots hier mit eingebaut. Ja, aber die will ich nicht drucken, deswegen habe ich gesagt, okay, die sollen nicht gedruckt werden. Das können Sie ja auch festlegen, dass diese Elemente, die auf diesen Layer gehören, mal nie gedruckt werden können. Ja. So, dann können Sie die Farbe noch einstellen. Das war das hier. Ich erinnere daran. Das haben wir letztens immer manuell gemacht oder von Layer. Sie können das quasi direkt im Layer sagen, dass alle Elemente, die auf diesem Layer liegen, bekommen automatisch schon mal diese Farbe. Es sei denn, ich sage hier, ich möchte es nicht vom Layer haben, ich möchte eine andere Farbe haben. Dasselbe gilt für die Linienarten. Ja, das sehen Sie hier. Hier können Sie auch dann die Linienarten bestimmen. Nicht irritiert sein, wenn hier nur zwei angezeigt werden.
Sie müssen die Linienarten sich ins AutoCAD reinladen. Gehen Sie einfach auf Laden. Und jetzt werden ja mehr angezeigt. Ich nehme mal irgendeine mit dazu, zum Beispiel diese hier. Geht sie auf OK und jetzt ist die auch hiermit verfügbar. Ja. Also wie gesagt, Linienarten, wenn Sie andere brauchen, müssen Sie die einfach reinladen in Ihre Datei und dann können Sie die dann auch verwenden. Nehmen wir die noch mit rein. Jetzt haben wir hier noch mehr. So, also auch das können Sie über die Layer festlegen und natürlich auch die Strichstärke, die Linienstärke. Ja, auch hier können Sie sagen, alle Elemente, die auf diesen Layer sind, sollen diese Linienstärke bekommen. Es sei denn, ich gehe dann hier rein und sage hier bei dem Element explizit, nein, du sollst eine andere Linienart oder eine andere Linienstärke bekommen. Ignoriere die vom Layer. Was gibt es jetzt hier noch? Die Transparenz, die brauchen wir nicht unbedingt. Sie können auch Transparenzen hier festlegen. Dazu kommen wir später. Das macht jetzt hier keine Rolle hier im Modellbereich. Ganz wichtig noch die Beschreibung. Hier sollte darauf achten, dass wenn Sie hier Layer-Namen abkürzen, was man häufig macht, dann sollten Sie diese ausführlich beschreiben. Ja, ich mache mal jetzt mal die Layer wie gefordert. Die neuen, ich tue mir das mal schnell hier so drüben mit als Spicke mit rein. Das schiebe ich ein bisschen rüber. So. Und zwar sollen wir jetzt hier ein Layer anlegen, Rechteck, ein Layer Kreisen, ein Layer Polygon. Und hier haben wir noch die Formatierungseigenschaften. Wie gehe ich da vor? Ich klicke einfach hier. Ach so, falls noch nicht geschehen, Sie können hier die Filter ausschalten mit diesem Pfeil. Dann sieht das so aus wie bei mir. Weil die Filter brauchen wir jetzt noch nicht, die brauchen wir erst später. So, dann gehen wir hier, ich gehe auf den Layer 0. Wenn Sie einen neuen Layer machen, empfehle ich immer, dass Sie zunächst einen Layer auswählen, der schon diese Einstellung hat, die Sie haben wollen. Weil sobald Sie jetzt auf Neu gehen, erbt der neue Layer quasi die Einstellungen, die der Layer hat, den Sie vorher ausgewählt haben. Das heißt, ich wähle den Layer 0 vorher aus und gehe jetzt auf Neu. Ah, ich habe jetzt hier was verklickt, also auf Neu. Hier, das ist dieser Button. Und jetzt sehen Sie ja dieselben Einstellungen wie der Layer 0. Natürlich bis auf den Namen und die Beschreibung. Und den nenne ich jetzt Rechteck. Okay. Dann hier die Farbe, die soll es ein Braunton sein. Gehe also hier auf Farbe. Und hier ist die Nummer angegeben mit 13. Also schreibe ich die Nummer ein, 13. Gehe auf OK, dann sehe ich in der Vorschau, ist so ein Braunton. Der Rest ist, an gibt es noch eine Linienstärke, oder? Ja, 0,5 ist die Linienstärke. So, also hier geht die Linienstärke und wechsle hier auf 0,5. Okay. Also neuer Layer, Rechteck, Farbton ist 13 und Linienstärke 0,5. Wenn wir das haben, gehen wir da auf weiteren neuen Layer, also da auf neu, 0,5. Und der andere Layer heißt jetzt Kreis. Die Farbe ist blau. Wenn kein Farbcode hier steht und keine Nummer, dann ist die Standardfarbe hier gemeint. Also normales Blau. Sieht man jetzt auch hier. Die hat den Index 5, ja, aber ich kann das einfach nur blau. So, und die Linienstärke ist in dem Fall 0,4. So, haben wir noch ein Layer. Polygon. Die Farbe hier ist ein Grünton mit einem Index 52. Also geben wir den ein. Farbindex 52 und die Strichstärke ist 0,3. Jetzt haben wir uns die Layer angelegt. Ja. Zuerst müssen wir noch auswählen, welcher Layer aktuell ist. Dazu sehen Sie diesen grünen Haken. Es kann immer nur ein Layer aktuell sein. Aktuell, man sieht es auch hier, also man sieht es am grünen Haken im Layer-Eigenschaften-Manager. Man sieht es auch mal hier oben in dem Auswahlmenü. Ja, das kennen wir noch vom letzten Mal. Und Sie können das jetzt hier ändern. Ich mache das hier mal von hier. Gehen wir hier auf Polygon. Sehen Sie, bekommt dieser den grünen Haken. Ich möchte aber mit dem Rechteck anfangen, also gehe ich auf den Layer Rechteck. Ja, Sie können aber einfach hier den Layer anklicken, hier auf den grünen Haken ist dasselbe. Entweder Sie machen es von hier oder von hier. Also Rechteck,
soll aktuell sein. Ich werde jetzt diesen Layer-Eigenschaften-Manager mir hier drüben jetzt andocken, hier an der, in der, im linken Bereich. Sie müssen das nicht, Sie haben einen zweiten Bildschirm, Sie können es theoretisch auch auf den zweiten Bildschirm legen oder dann ausblenden. Ich gehe einfach hier rechte Maustaste und sage Anker links. Und jetzt hängt er mir hier drüben im, ist er quasi hier verfügbar. Wenn ich ihn brauche, wenn ich rausgehe, klappt er wieder ein. Also einfach drüber fahren mit der Maus, dann klappt er auf, wieder rausgehen, klappt er wieder ein. Oder man legt ihn auf den zweiten Bildschirm. Wir haben was da reingeschoben. Da oben. Sie können an der Seite, können Sie ihn anfassen. Also der Layer hat hier so an der Seite so einen Griff. Ja, hier kann ich ihn quasi anfassen und kann jetzt hier so rausziehen und schieben. Wenn ich jetzt hier oben reinschiebe, dann kann ich ihn hier wieder anfassen. Man kennt das hier schlecht. Und wieder rausziehen. Und das habe ich schon wieder hier. Hier an diesem Griff. Und hier kann ich auch steuern, wie er zu handhaben ist. Also rechte Maustaste, fixieren, zulassen, aktivieren. Und dann Anker links, rechte Maustaste, dann tut er quasi hier drüben ein Anker. Also Sie gehen quasi hier auf diese Kante mit der rechten Maustaste und tun diese drei Sachen aktivieren. So, okay. Jetzt fange ich an, das Rechteck zu zeichnen. Also Layer Rechteck ist aktiv. Das kann ich hier oben einstellen. Dann gehe ich hier auf den Befehl Rechteck in dem Fall, weil ich möchte ja was Neues zeigen. Das vorhin mit der Pull-Linie war noch eine Wiederholung. Aber es kommt ein neuer Befehl ins Spiel, nämlich der Befehl Rechteck. Also mit dem kann man quasi Rechteck auf einmal zeichnen. Man muss jetzt nicht über eine Pull-Linie gehen. Man sieht ja an der Vorschau, man braucht dann nur zwei Punkte eingeben, die Diagonalpunkte, und dann spannt er anhand der Diagonalpunkte das Rechteck auf. Ja, das wäre zum Beispiel, wenn wir hier bei 0 anfangen wollen, dieser Punkt und dieser Punkt. Die absoluten Koordinaten wären 210 für x und 170 für y. Gibt es einfach ein, gehe also hier auf Rechteck. Dann fragt er mich nach dem ersten Punkt. Jetzt mache ich dynamische Eingabe aus. Machen Rasterfang an und raste jetzt hier bei 0,0 ein. Ich könnte natürlich einfach nur 0,0 eingeben, Befehlszeile, geht auch. Jetzt hängt mir das hier am Fadenkreuz und jetzt gebe ich die absoluten Koordinaten ein. Das war für x 210, 170 für y. Ich arbeite in der Befehlszeile, brauche jetzt keine anderen Hilfsmittel. Also in absoluten Koordinaten kann ich jetzt hier anfangen, weil ich ja auch im Nullpunkt angefangen habe, das Ganze zu zeichnen. Gehe auf Enter. Ich habe bei 0,0 begonnen, als ersten Punkt, und dann 210,170. So, okay. Das Rechteck ist fertig. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt die Kreise zeichnen. Ja, was mache ich da zuallererst? Genau, den Layer auf Kreis ändern. Ich fange mit den äußeren Kreisen an. Der Kreis hier ist am einfachsten. Warum? Der ist relativ bemaßt, ausgehend vom Nullpunkt. Das heißt, wenn das, da die Bemaßung vom Nullpunkt ausgeht, dann ist für uns relative gleich absolute Bemaßung. Ja, das ist dasselbe in dem Fall, weil sich auf den Nullpunkt bezieht. Ja, Moment, dann langsam. Und hier sieht man auch, der Abstand ist quasi 30-30 ausgehend von der Ecke. Wobei es ist immer wiederholt. Ja, also von der Ecke ist der Abstand auch 30. Von der Ecke auch. Man muss sich überlegen, wie wir das dann machen. Aber hier, was das hier unten angeht, da der Nullpunkt hier unten drinnen liegt, das habe ich ja vorhin meinte, ist dieser Kreis am einfachsten zu zeichnen. Deswegen hatte ich Ihnen auch gesagt, sehen Sie immer zu, wenn Sie irgendwas anfangen zu zeichnen, dass Ihr Nullpunkt auf irgendeiner Ecke liegt, dass dann hier irgendwo liegt, weil dann haben Sie die Möglichkeit,
mit absoluten Koordinaten zu arbeiten, was, sofern die gegeben ist, am schnellsten geht. Sie sind nur selten gegeben. Ja? Das heißt, ich fange an, diesen Kreis zu zeichnen. Der hat einen, gehen wir hier auf den Befehl Kreis. Ich will mal kurz die Animation zeigen. Geh erstmal auf den hier drauf. Na, bitte. So, jetzt geht es gleich auf. Also man sieht hier, man gibt quasi zwei Punkte an. Einmal den Mittelpunkt oder das Zentrum des Kreises und dann irgendeinen Punkt auf dem Kreis selber. Das kann über einen Radius geschehen oder über einen Durchmesser, je nachdem, was Sie da an der Befehlszeile einstellen. Gehe also jetzt hier auf Kreis. Man sieht auch hier an der Nummerierung, das ist auch wichtig, darauf achten, dass zunächst der Mittelpunkt eingegeben wird und danach der Radius oder der Durchmesser. Die Reihenfolge ist auch hier nochmal an der Animation ersichtlich anhand der Nummerierung. Ja, also Kreis. Jetzt fragt er mich hier, wie schon mal angedeutet, nach dem Mittelpunkt. Und den gebe ich jetzt einfach absolut ein. Also kann ich sagen 30,30. Enter. So. Jetzt habe ich den Mittelpunkt bestimmt, den Radius kann ich hier ablesen, der ist 20. Er fragt jetzt hier nach dem Radius. Danke. Oder ich könnte auch noch umschalten hier auf Durchmesser, wenn ich das wollte. Will ich nicht. Ich gebe einfach ein, 20 und Enter. Damit ist der Kreis positioniert. Interessant wird es jetzt. Was mache ich jetzt hier? Hat jemand eine Idee? Wie zeichne ich den Kreis jetzt hier? Vorschläge. Es gibt verschiedene Varianten. Ja, okay. Tun wir jetzt mal das Spiegeln und so weglassen, ja? Aber wäre theoretisch wäre jetzt kein Fehler, ja? Kopieren, dasselbe wie Spiegeln, ja? Aber nehmen wir an, Sie könnten das nicht. Sie würden jetzt den wirklich neu zeichnen müssen. Aber der Nullpunkt ist dann, der Punkt ist kein Nullpunkt mehr. Das heißt, Sie können theoretisch mit absoluten Koordinaten arbeiten. Aber wie können Sie es trotzdem machen? Einfach Vorschläge. Ja? Genau, also was Sie meinen, Sie rechnen einfach sich die absoluten Koordinaten aus. Das heißt, Sie nehmen die Gesamtlänge. 210 minus 30 macht 190. Wäre x und y wäre dann wieder bei 30. Okay, das stimmt, das wäre eine Variante. Hätte natürlich den Nachteil, Sie müssen die ganze Zeit immer rechnen. Ja, das wäre ein Weg. Der andere Weg wäre, Sie legen einfach diesen Punkt als Ursprung fest, als temporären. Werden wir kurz zeigen, wie das geht. Dazu bitte alle hier zuschauen. Ich gehe hier auf Kreis. Dann gehe ich auf Steuerung, rechte Maustaste und sage von. Damit können Sie quasi bestimmen, von wo aus losgehen soll. Normalerweise, wenn Sie nichts eingeben, ist es immer von 0,0. Ja? Aber jetzt sagen Sie von. Jetzt klicken Sie hier, Sie müssen Raster aktiviert haben, das ist wichtig, ja, auf diesen Punkt, von wo es aus losgehen soll. Dieser. Und jetzt können Sie relativ die Koordinaten eingeben über die Befehlszeile, also add. Warum die unbedingt relativ sein müssen, finde ich ein bisschen unlogisch, ehrlich gesagt. Weil normalerweise, wenn ich von bin, aber okay, er will es halt so haben. Add. Und was ist das für eine x-Koordinate? Bezogen auf diesen Punkt? Minus 30 und y wäre 30, genau. Enter. Und der Radius war 20. Sie sehen, das passt. Ich zeige Ihnen noch eine andere Variante, die eigentlich noch schneller geht. Die setzt auch das Raster voraus. Also die Variante, die ich jetzt gerade gezeigt habe, da brauchen Sie theoretisch kein Raster. Sie brauchten es jetzt hier nur kurz Zeit, um den Punkt hier einzufangen. Aber ich zeige Ihnen einen zweiten Teil der heutigen Lektion, wie man den Punkt auch unabhängig vom Raster einfangen kann. Ja, jetzt, wenn wir ein Raster haben, können wir es eigentlich viel einfacher machen. Schauen Sie mal kurz her. Ich gehe jetzt wieder auf Kreis. Mein Rasterfang ist aktiv. Ich gehe einfach hier von der Ecke aus drei Kästchen rüber. Er rastet ja immer ein. Und jetzt hier drei Kästchen runter. Ja, das ist der Vorteil vom Raster. So geht es eigentlich am schnellsten, die ganze Geschichte. Und dann gebe ich 21. Ja, also wenn Sie ein Raster haben, ist eigentlich die Arbeit mit dem Raster am schnellsten. In der Regel. Deswegen mein Tipp, versuchen Sie immer möglichst mit dem Raster zu arbeiten, wenn es geht. Also wie gesagt, wichtig ist, dass ich hier Raster anschalte und Raster fange. Ich mache es dann mit dem Kreis hier drüben. Jetzt gehe ich auf den Befehl Kreis. Jetzt rastet der mir hier ein. Sehen Sie das mit der Maus? Jetzt fahre ich einfach rechts drei Kästchen rüber und drei Kästchen runter. Das sind genau 30. Ich hab einen 10er Raster. Und jetzt mache ich Klick und setze den Punkt ab und dann gebe ich den Abstand ein mit 20. Also Klick heißt linke Maustaste. Also nochmal, lösche es nochmal raus. Ich gehe jetzt hier auf Kreis.
Ja, es fragt nach dem ersten Punkt. Jetzt raste ich hier ein, mache jetzt ja keinen Klick, ich raste nur hier ein. Und jetzt fahre ich mit der Maus einmal drei Kästchen rüber. Jetzt drei Kästchen hoch. Und jetzt, wenn ich den Punkt gefunden habe, den ich brauche, also hier war, dann einfach Klick, linke Maustaste. Und jetzt hat er quasi den Punkt abgesetzt. Und jetzt brauche ich bloß den Radius eingeben mit 20. Und das ist eigentlich, wie gesagt, die aus meiner Sicht schnellste Variante. Also fortsetzen. Also wie gesagt, bei den kleineren Kreisen achten Sie darauf, dass Sie hier mit einer anderen Linienstärke und Linienfarbe arbeiten müssen, als im Layer voreingestellt ist. Der Layer bleibt zwar gleich, aber ich sage jetzt hier bei den Formatierungseigenschaften, dass ich hier die Farbe Magenta verwenden möchte, also nicht mehr vom Layer übernehmen möchte. Und bei der Linienstärke sage ich, ich möchte das auch nicht vom Layer übernehmen, sondern hier 035er Stift ist eh ausgewählt. Ja. Und jetzt mache ich es am besten übers Raster. Ich gehe jetzt hier auf Kreis, raste einfach in der Mitte ein, gebe den Radius ein mit 10, fertig, wiederhole den Befehl mit der Leertaste und 10, wieder Leertaste und hier oben einrasten, 10, nochmal Leertaste und 10. Ja. So, fortsetzen. Also ich wechsle hier den Layer auf Polygon. Aufpassen, es kommt ein Fehler, der gerne gemacht wird. Ich zeige es mal ganz kurz, was passieren würde, wenn ich einfach loszeichnen würde. Wer jetzt ungefähr das gemacht hat, was ich auch gemacht habe, der wird feststellen, ups, wieso? Ja, ich habe da eigentlich hier grün eingestellt. Ja, das liegt einfach daran, weil ich habe mir ja umgestellt. Ich habe gesagt, nee, nee. Bitte jetzt zukünftig hier Magenta und 035, das müssen Sie dann wieder auch von Leo zurückstellen. Ja, also das merkt er sich nämlich dann, das macht er, also muss ich nochmal kurz jetzt hier reingehen und hier sagen, das soll wieder von Leo sein, das heißt die Linienfarbe soll von Leo kommen und die Strichstärke soll auch wieder von Leo kommen. So. Das bitte berücksichtigen, man sieht es ja eigentlich immer, man muss halt nur wissen, wie man es wieder dann korrigiert. Ja, normalerweise sieht man das ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum man den Layer verschiedene Farben geben soll. Unabhängig davon, ob sie wirklich so drucken wollen. Das können Sie später entscheiden, ob Sie wirklich diese Farben, die wir hier verwenden, überhaupt drucken werden. Der Vorteil ist, wenn Sie die Layer verschiedene Farben geben, dass Sie dann automatisch sofort erkennen, bin ich auf dem richtigen Layer oder nicht. Ja? Ich habe mal jemanden gehabt, der hat quasi alles mit einer Farbe gemacht. Und das war dann ganz schwer herauszukriegen, welcher Layer ist was. Ja? Deswegen tut man trotzdem auch völlig unabhängig von dem, wie man später ausdrucken will, mit verschiedenen Farben arbeiten. Möglich mit verschiedenen. Und das ist auch der Grund, mit ein Grund, warum AutoCAD so viele Farben da anbietet. Okay, also ich gehe jetzt hier auf Polylinie und überlege mir jetzt, wo fange ich an. Ich fange jetzt vielleicht mit diesem Punkt hier unten an, diesen hier. Und dann, der ist absolut bemaßt. Der hat einen Abstand von 80 und hier einen Abstand von 20. Vielleicht noch mal kurz, warum ich mit einem großen Fadenkreuz arbeite. Hier sieht man an der Stelle, ich kann mit so einem großen Fadenkreuz immer schön fluchten. Damit sehe ich, aha, okay, das ist 20 und das ist hier 80. Ja, daher arbeite ich auch mit einem großen Fadenkreuz ganz gerne. Und gehe also jetzt hier auf Polylinie. Ich habe momentan nichts an, außer dicke Linie, Raster. Rasterfang schalte ich noch zu und gebe jetzt ein die absoluten Koordinaten. Das hat gesagt 80,20. Wie gesagt, ich kann es absolut eingeben jetzt am Anfang. Warum? Weil das Ding mir hier auf dem O-Nullpunkt liegt. Hätte ich das nie gemacht, hätte ich das irgendwo angefangen, das Rechteck, wäre es jetzt schwieriger gewesen. Denn Sie eben das mit der Steuerung von machen müssen, ja? Genau. So, Enter. Jetzt geht's hier los. Und jetzt mache ich mal die einfache Variante. Das heißt, ich schalte mir jetzt hier das Ortho ein und hier die Fangreferenzlinie und zeige einfach in die Richtung und sage, ich möchte hier einen Abstand von, was haben wir hier, 60, glaube ich, war das, oder 50? 50, okay. Also 50, Enter. Okay, das ging erstmal gut. Jetzt brauche ich hier eine schräge Linie, das geht mit dem Ortho nicht mehr, weil das Ortho macht nur vertikal oder horizontal. Das heißt, Ortho kann ich schon mal ausschalten, das bringt mich jetzt hier nicht weiter. Wie kriege ich jetzt die schräge Linie zustande? Ja, jetzt könnte ich einfach sagen, gut, ich mache es einfach relativ. Ja, ausgehend von dem Punkt, ich tue jetzt mal die absoluten Koordinaten ignorieren, zumal der ist eh nicht bemaßt, der Punkt, aber er ist relativ bemaßt, nämlich hier. Also der hat nämlich einen Abstand von zu dem Punkt von 60 in X-Richtung
Und y-Richtung auch nochmal 60. Das heißt, wie kann ich jetzt eine Befehlszahl der relativen Koordinaten eingeben? Hast du das gemerkt? Das? Genau, add davor schreiben, einfach ein add. Und dann 60,60. Also 60 positive x-Richtung und positive y-Richtung. Enter. Das sieht gut aus. Jetzt, wie mache ich das jetzt? Jetzt mache ich einfach mein Raster wieder an, ist eh an und kann, den Punkt kann ich einfach klicken. Das ist genau 10, eine Rastereinheit, den klicke ich einfach. Gehe also ein Kästchen nach oben, mache Klick und fertig. Wie machen wir jetzt den? Ja, wie wären die relativen Koordinaten? Minus 60 und 60, richtig? Ich will allerdings jetzt noch was anderes zeigen. Wie wäre es absolut? Das könnte ich ja ablesen. Das wäre hier, x wäre dann absolut gesehen vom Ursprung 130 und y wäre, das kann ich nie ablesen. Da müsste ich jetzt rechnen. Ja. Also das wäre schlecht. Ich könnte eigentlich mal dynamische Eingabe anschalten. Mach das hier mal aus. Dynamische Eingabe. So. Und hier könnte ich das auch eingeben. Hier könnte ich mir das Add sparen. Hier sage ich einfach nur, was haben wir gesagt, minus 60. Weil die dynamische Eingabe ist immer relativ. Ich sehe den stelle es um. Komma 60. Aufpassen, das ist, finde ich, total nervig, warum das die Vorschau können Sie vergessen, ja, in dem Fall. Weil die oft nur auf polare Eingabe funktioniert. Also Enter. Und jetzt fahre ich rüber, es ist wieder polar. Und wie geben wir das polar ein, den nächsten Wert? Relativ polar. Dynamische Eingabe ist bei mir jetzt aktiv. Er weiß es noch. Den nächsten Wert, das wäre der jetzt. Ich meine, ich könnte jetzt Folgendes machen. Ne? Ich könnte einfach sagen, ich raste jetzt hier ein. Hier unten, sehen Sie das mit dem großen Fadenkreuz? Das Ding ist asymmetrisch und macht Klick und fertig. Vorteil vom Raster und großen Fadenkreuz. Ja, ja aber ich hab die dynamische Eingabe aktiv. Das heißt, ich brauche da jetzt nichts irgendwie in die Befehlszeile eingeben. Ich gebe einfach jetzt einen Abstand ein, der war 50. Und der Winkel wäre in dem Fall, aufpassen, 180, nie 0. Ja, ist ja jetzt polar, also 180. So, Vorschau, da mal Tab, da sehen wir die Vorschau. Wenn man das Polar eingibt, dann haut die Vorschau hin. Gehen wir auf Enter, fertig. Ja, hier könnte ich jetzt einfach fluchten. Ich fluchte einmal hier und einmal hier. Ja, warum? Ich nehme einfach das hier, diesen Punkt, der ist ja gleich diesen. Und dieser Punkt ist gleich diesen. Warum ist es gleich diesen? Das können Sie hier einfach überprüfen. Ja, dieselbe, da liegt quasi auf demselben wie dieser Magenta-Kreis. Das heißt, jetzt kann ich einfach mit dem großen Fadenkreuz mit dem Punkt zusammenfluchten und fertig, eins runtergehen, fertig und dann schließen. Ja, ich habe hier bewusst nochmal verschiedene Möglichkeiten der Eingabe gezeigt, um das nochmal zu wiederholen. Hätte es natürlich auch mit einer Eingabemöglichkeit machen können. Sie hätten theoretisch alle Punkte absolut eingeben können. Sie hätten alle Punkte mit der polaren Eingabe, dynamischer Eingabe machen können oder über Add und so weiter. Das ist im Prinzip, oder halt nur über das Raster wäre das schwierig gewesen. Ja, aber zum Teil mit dem Raster kann man natürlich einen großen Teil dann auch nur übers Raster laufen lassen, um halt so Zeit zu sparen.